Okay, so, wir haben hier eine Zahlenfolge. 3, 6, 11, 18, 27 und 38. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich auf die rekursive und auf die explizite Darstellung? Ne, das war ja gefordert, die rekursive und die explizite Formel. So, das lösen wir jetzt mal gemeinsam. Ich frage euch wieder und man versteht euch nicht im Video, sondern nur aus dem Off und ich wiederhole das, was ihr gesagt habt. Okay? Wie startet man hier bei so einer Aufgabe? Lorelei. Okay. Du hast geschaut, wie komme ich von der ersten zur zweiten und von der zweiten zur dritten und hast hier gesehen, also hier plus 3, plus 5. Ihr merkt, ich verwende eine andere Farbe. Das hilft manchmal ein bisschen, um sich Übersicht zu verschaffen. Ja? Verwendet gerne andere Farben, wenn ihr so eine Aufgabe löst. Plus 7, plus 9, plus 11 und so weiter. Okay, das heißt, du hast schon das Muster der Zahlenfolge gefunden. Ne? Nämlich, was muss ich machen? Oder kann jemand versuchen, das mal natürlich sprachlich zu formulieren? Was ist die Struktur dieser Folge? Lilly? Top. Genau. Es wird immer die nächstgrößere ungerade Zahl addiert. Okay. Also wir haben eigentlich das Muster schon erkannt von der Zahlenfolge. Klar, wie die funktioniert. So, jetzt kommt aber ein fieser Mensch und sagt, was ist denn das tausendste Element hier in der Zahlenfolge? Okay, let's go. Plus 13, plus 15, plus 17, plus 19 plus und so weiter. Das dauert ewig. Ne? Weil das, was wir jetzt gesehen haben, ist die rekursive Struktur, wenn man so will. Ja, wir schauen immer, wie kommt man von einem Folgenglied aufs nächste. Was wir brauchen, ist die explizite Darstellung, die direkt aus n das Folgenglied berechnet. Okay, und wir schreiben aber erstmal die Struktur, auf die wir gesehen haben, als rekursive Struktur, um dann die explizite Darstellung zu finden. Strategietipp. Ich würde nicht von hier aus jetzt direkt versuchen, die Formeln zu generieren, sondern was macht man erstmal als ersten Schritt oder als nächsten Schritt? Prinzessin Lilifee. Sehr gut, wir machen erstmal eine Tabelle. Ne? Eine Tabelle. N und AN. So. Was schreibe ich da rein? Ah, die Reisende, genau. Die erste Zahl ist die 3. Mhm. Die zweite die 6 und so weiter. Ne? Genau. 3, 11, 4, 18. Die fünfte Zahl ist die 27. Und die sechste kriege ich auch gerade noch so hin. Die sechste Zahl ist die 38. Okay. Und jetzt können wir vielleicht nochmal die Regelmäßigkeit, die wir erkannt haben, hier übertragen. N plus 3 plus 5. Plus 7, plus 9 und plus 11. Okay. So, was machen wir zuerst? Die rekursive oder die explizite Darstellung? Was fällt einfacher? Ja? Genau, die rekursive Darstellung ist immer einfacher, wenn man das Vorherige nimmt.
plus irgendwas, genau. Und wir haben ja die rekursive Struktur schon erkannt. Also wenn ihr auf so eine Zahlenfolge schaut und überlegt, wie komme ich von einem aufs nächste, denkt ihr schon rekursiv. Und das heißt, dann gucken wir uns erstmal die rekursive Darstellung an. Okay, und ja, dann machen wir das mal. Rekursiv. Was mache ich, wenn ich die rekursive Darstellung aufschreiben will? Pi, okay. A1, genau, wir schreiben das erste Folgenglied auf, denn das erste Folgenglied ist sozusagen die, ja, der Ausgangspunkt, von dem aus dann weitergearbeitet wird. Ne? Und das kann man einfach abschreiben. A1 gleich 3. So, es wird gerade online gefragt, in welchem Semester wir uns befinden. Das ist das, also kann man gar nicht so genau sagen, in welchem Semester ihr seid, oder? Unterschiedliche Semester. Und man kann sagen, erstes Semester Mathematik, Grundschullehramt, Primarstufe. Also Primarstufenlehramt, genau. Für all die, die es online wissen wollten. Ne? Okay, also A1 ist gleich 3. So, wie geht's weiter? Ja? Ja, jetzt überlegen wir uns, wie berechne ich ein Folgenglied irgendwie so mit einem Term hier, mit einer Formel, in der das vorherige Folgenglied vorkommt. Ja? Also wir wollen aus an a n plus 1 berechnen. Seitenbemerkung, manche schreiben an ist gleich irgendwas mit an minus 1. Ich schreibe es mal kurz drunter. Also an ist gleich irgendwas mit an minus 1. Und fragen dann, ist das, kann ich das auch so machen? Ja, könnt ihr auch so machen. Ja? Es geht ja nur darum, dass dieser Index hier um 1 kleiner ist als der hier. Ihr wollt ja nur umgangssprachlich eine Formel aufstellen, in der ihr sagt, wir berechnen das nächste Folgenglied aus dem vorherigen. Und ob ihr jetzt n plus 1 und n nehmt oder n und n minus 1, ist egal. Okay. Ja, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, insbesondere bei dieser Aufgabe. Noch nicht die Lösung verraten. Wie kann ich jetzt mich da rantasten? Also ich muss jetzt irgendwas mit an machen, aber ich weiß nicht genau was. Ich schreibe das mal hier näher dran. So. Also irgendwas mit an machen, aber ich weiß nicht genau was. Wie könnte ich mich da rantasten? Liliane. So wie hier. Okay, also du hast sozusagen, du willst die A3 berechnen. Habe ich es richtig verstanden? Du willst A3 berechnen und überlegst dir jetzt, wie du aus A2 und der 6 und der 5, also die 5 hat ja auch irgendwie mit dazu, ne, auf die AN plus 1 kommst.
Ja. Okay. Du hast es ein bisschen verschoben dargestellt. Okay. Ich versuche das jetzt mal so ähnlich hinzuschreiben, wie du es gerade gesagt hast. Also ich schreibe einfach mal eine Rechnung auf. Ne? Ich schreibe einfach mal auf. Ich mache das hier mal weg. Das stört gerade. So, ich schreibe mal eine Beispielrechnung auf. Ne? Also wenn ihr unsicher seid, oh, das ist jetzt zu abstrakt, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, schreibt doch mal eine Beispielrechnung auf. A3 ist gleich A2. Nee, ja, ich schreibe mal auf A2. A3 ist gleich A2 plus 5. Oder? A3 ist A2 plus 5. Jetzt schaut euch mal diese beiden Formeln hier an. Was ist mein N? Olaf? 2. Wie kommst du drauf? Also, weil ich ja weiß, dass die Formel ist ja A n plus 1 ist gleich A n. Ja, genau. Also hier, richtig, wir brechen A3 ist A n plus 1. Also n plus 1 ist 3, also ist n 2. Ne, aber auch hier, n ist 2. Okay, also hier ist n gleich 2. Schreiben wir nochmal eine Beispielrechnung hin. A4 ist gleich, was muss ich hinschreiben? A3 plus 7, genau. Und was ist hier mein N? 3. Was ist jetzt das Ziel? Ja? Genau. Ja, genau. Moment, ich wiederhole es nochmal laut und lasse euch weitermachen. Wir müssen doch jetzt diese Zahlen hier irgendwie ausdrücken mit n. Na, die ändern sich ja ständig. Ne, vorher hattet ihr hattet manchmal, da kommt nicht immer plus 3, plus 3, plus 3 oder so, sondern kommt immer eine andere Zahl dazu. Und wir müssen jetzt irgendwie rauskriegen, was ist denn diese Zahl, die da dazukommt? Und das Einzige, was wir wissen sozusagen, ist, welches N wir haben in einer Zeile. Und was ist dir aufgefallen? Ja, Entschuldigung. Genau. Du hast festgestellt, da muss man sich das wieder anschauen, da braucht man jetzt wieder ein bisschen Erfahrung, Einsicht, eine Eingebung, wenn man drauf schaut, ja? Dass man sieht, diese Zahl ist fast das Doppelte von der Zahl. Eins mehr als das Doppelte. Das heißt, unsere Vermutung wäre, dass wir zu dieser Zahl an hinzuaddieren müssen, 2n plus 1. Schauen wir mal, wenn wir A6 berechnen wollen, angenommen, wir nehmen die Formel jetzt hier, dann wäre das ja A5 plus, Entschuldigung, A5 plus was? Wir testen jetzt die Formel hier, ne? Wir rechnen A6 aus, das ist A5 plus 2 mal 5
plus 1, genau. Was ist A5? 27 plus 2 mal 5 ist 10 plus 1 ist 38. Okay. Gibt uns schon ein gutes Gefühl. Angebunden an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Warum können wir ein ganz gutes Gefühl haben, wenn wir hier 2n plus 1 addieren? Was hatten wir denn am Anfang festgestellt? Welche Regelmäßigkeit? Ja? Genau. Wir haben ja gesagt, wir addieren immer die nächste ungerade Zahl. Und 2n plus 1 ist doch gerade eine Formel für ungerade Zahlen. Ja? Yes, wir haben die rekursive Formel gefunden. Jubel! Okay. Jetzt habe ich keinen Platz mehr auf der Tafel. Super. Dann mache ich das hier unten mal weg. Sehr schön. Klabuster Klaus hat auch die richtige Lösung gefunden online. Super. Okay. Jetzt die explizite Formel. Privatdetektiv. Ja, wir holen von der Zahl n auf direkt auf die auf das Folgenglied kommen, genau. Ja, wie hast du, also ich sag's mal laut, ne? Da hast du ja die Regelmäßigkeit, dass man n ins Quadrat setzt und 2 addiert. Wie hast du das gesehen? Also ist richtig. Genau, also du behauptest. Du hast, genau, du hast es aus der Tabelle ablesen können. Ne, das, also du hast gesehen, okay, dir kamen die Zahlen ein bisschen bekannt vor. Ne? Also hier 18, 27, 38. Das ist ja so ähnlich wie 16, 25, 36. Huch. Könnten Quadratzahlen sein. Gucken wir mal. Immer 2 weniger. 1, 4, 9, 16. Aha, cool. Wenn ich immer 2 abziehe, habe ich die Quadratzahlen. Also n Quadrat plus 2. Ne? 2 Quadrat plus 2 ist 6. 3 Quadrat plus 2 ist 9. 4 Quadrat plus 2 ist 16. Und so weiter. Ist 18, Entschuldigung. Und so weiter. Okay. Das ist eine Lösung, auf die explizite Formel zu kommen. Scharf hinsehen. Angenommen, man sieht es nicht. Hätte man sich aus dem, was man sich bei der rekursiven Formel überlegt hat, auch erschließen können, wie in welche Richtung die explizite Formel geht? Ja? Genau. Wir hatten letzte Woche eine Aufgabe gehabt, bei der wir immer ungerade Zahlen addiert haben. Ne? Die Zahl 1 plus 3 plus 5 plus 7
und so weiter. Und das ergibt immer Quadratzahlen. Die ersten ungeraden Zahlen aufaddiert sind immer Quadratzahlen. Ich mache hier ja gar nichts anderes, als die ersten ungeraden Zahlen aufaddieren mit einem Unterschied. Wo liegt der Unterschied? Das ist nicht das gleiche, wie wenn ich 1 plus 3 plus 5 plus 7 und so weiter rechnen würde. An welcher Stelle liegt der Unterschied? Wer sieht's? IT. Ich starte nicht bei 1, sondern bei 3. Das heißt, ich habe überall 2 mehr. N² plus 2. Diese Aufgabe ist nicht umsonst die letzte Aufgabe gewesen, einer Reihe von Aufgaben, okay? Das ist die schwierigste gewesen. Aber trotzdem kann man an dieser Aufgabe auch viel lernen. Ja? Nochmal, wie kriege ich die rekursive Formel hin? Indem ich mir die Tabelle mache, ich schreibe mir das erste Element hin, das bitte nicht vergessen, weil das ist ein Teil der rekursiven Formel, okay? Dann schaue ich mir, was ist die Regelmäßigkeit? Ich schreibe vielleicht ein paar Beispielrechnungen hin, um mir aus den Beispielrechnungen die Formel zu überlegen. Also von konkreten Beispielen leite ich die allgemeine Formel her. Ja, und dann will ich die explizite Formel berechnen. Manchmal sieht man das direkt, weil man drauf schaut und sagt, ah, okay, das muss das sein. Aber wenn man das nicht hat, kann man sich auch aus der rekursiven Darstellung herleiten, wie die explizite Formel ist, wenn man, in diesem Fall braucht man jetzt ein bisschen Wissen, okay? Nämlich das Wissen, aha, du wusstest noch, okay, die Summe der ersten ungeraden Zahlen sind immer Quadratzahlen, das ist so ähnlich, das musste man wissen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, aber wo soll ich das wissen? Ja, vielleicht wusstet ihr es jetzt noch nicht, aber in der Prüfung beispielsweise wisst ihr es ja. Und ich verlange von euch in der Prüfung nicht irgendetwas, was ihr wissen sollt, was ihr nicht wissen könnt, weil wir es nicht gemacht haben. Okay? Sondern ihr lernt ja gerade, all diese Dinge zu sehen und zu machen und dann darauf aufbauend gibt es eine Aufgabe, die ihr gut lösen könnt mit dem, was ihr schon wisst. Okay. Gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Ich gucke mal online, ob es noch eine Frage gibt. Okay, online fragt Petter der Echte, ob man noch definieren muss, dass man immer bei 1 beginnt. Das ist natürlich Konvention. Also wir haben uns hier darauf geeinigt, dass die Folgen immer bei 1 beginnen. Man findet auch Bücher, in denen beginnen Folgen immer bei n gleich 0. Und demnach ändern sich natürlich ein bisschen die Formeln. Also, aber wir haben gesagt, wir beginnen immer bei 1, n gleich 1, das erste Folgenglied. Longus Mongus hat noch eine Frage. Auch bei den anderen Teilaufgaben hatte ich da Schwierigkeiten. Vorher habe ich dann einfach den Tipp bekommen, das mal hoch n minus 1 zu machen. Aber warum ich das hoch n minus 1 machen muss, warum das zum Beispiel auch mit n plus 1 ist, in dem Tutorium hast du einen Tipp bekommen, auch mal exponentielle Formeln auszuprobieren. Ne? Genau, also wir haben ja eigentlich zwei Typen gehabt, ne, an Folgen, nämlich immer plus die gleiche Zahl, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Das läuft auf eine Struktur hinaus plus 3 mal n, mal. Ne? Weil plus 3, plus 3, plus 3, also plus 2 mal 3, plus 3 mal 3, plus 4 mal 3, plus 5 mal 3, läuft raus auf plus n mal 3 oder plus 3 mal n. Dann hatten wir aber auch Folgenglieder gehabt, mal 3, mal 3, mal 3, mal 3. Und das läuft dann hinaus auf eine Struktur mal 3 hoch n. Ne? 3, 3 mal 3, 3 mal 3 mal 3 ist 3 hoch 1, 3 hoch 2, 3 hoch 3, 3 hoch 4 und so weiter.
Also wenn ich hier so eine additive Struktur habe, dann läuft es in der expliziten Formel oftmals auf eine Multiplikation raus. Wenn ich hier in der rekursiven Form eine multiplikative Struktur habe, immer mal, läuft es oft auf eine Exponentialstruktur hinaus. So. Ob das jetzt hier n hoch n plus 1 hoch n oder hoch n minus 1 ist, würde ich mir immer ganz genau anschauen. Das kann man nicht so allgemein sagen, schau dir immer hoch n minus 1 an oder so, sondern schau dir an, ob es 3 hoch irgendwas ist. Und das hoch irgendwas, das muss man dann tatsächlich am konkreten Beispiel nochmal ausrechnen, um sich sicher zu sein, dass man sich hier nicht um plus minus 1 vertut. Ich muss einfach hinnehmen, dass wenn es plus ist, einfach auf hoch. Nee, wenn du hier mal nimmst, mal 3 mal 3 mal 3. Also angenommen, du hättest hier eine Struktur mal 3 mal 3 mal 3. Dann bedeutet das, dass du hier, um hier hinzukommen, mal 3 hoch 1 genommen hast, ganz vom Anfang. Und um hier hinzukommen, ganz vom Anfang, hast du mal 3 Quadrat genommen. Und hier hinzukommen, ganz vom Anfang, hast du mal 3 hoch 3 genommen. Und so weiter. Also wenn du die explizite Formel erstellen willst, dann beginnst du hier und guckst ja, wie kommst du vom Anfang direkt dahin. Und dann hast du, wenn du hier eine Malstruktur hast, hier hinten, wenn du direkt hinkommen willst, oftmals so eine Exponentialform. Ja, dann musst du halt schauen, ob du jetzt hier n minus 1 oder n plus 1 oder so einsetzen musst. Du nimmst dann einfach mal eine Zeile, setzt n gleich 4 und schaust, ob du dann mit hoch n plus 1, hoch n minus 1 oder hoch n auf das richtige Ergebnis kommst. Das kann man so allgemein nicht sagen. Ne? Okay.